Der Herbst ist die perfekte Zeit für die Aussaat vieler Gemüsesorten und Spinat ist zu dieser Jahreszeit eine der beliebtesten Kulturpflanzen. Die Aussaat im Herbst hat zahlreiche Vorteile, abgesehen davon, dass der Boden noch warm ist als im Sommer, sind die Temperaturen niedriger, was den Pflanzen ein Wachstum ohne Stress durch übermäßige Hitze ermöglicht. Außerdem ermöglicht die Aussaat im Herbst den Pflanzen, die Feuchtigkeit aus Regenperioden zu nutzen, was den Bewässerungsbedarf reduziert. Spinat ist eine Kaltpflanze, die sich gut an niedrigere Temperaturen anpasst. Einer ihrer größten Vorteile besteht darin, dass man sie den ganzen Herbst und sogar den Winter über ernten kann, wenn man sie vor Frost schützt. Durch die Aussaat im Herbst können die Pflanzen vor Beginn der Wintermonate ein starkes Wurzelsystem entwickeln. Dies ist besonders wichtig für Spinat, da er bei kühleren Temperaturen langsamer und gesünder wachsen kann, was zu reichhaltigeren und schmackhafteren Blättern führt. Durch die Aussaat im Herbst kann die Ernte auch bis zum Frühjahr verlängert werden, da die Pflanze mildere Winterbedingungen übersteht. Wenn wir den Boden richtig vorbereiten, verfügt Spinat über alle notwendigen Nährstoffe, um stark und widerstandsfähig zu wachsen. Spinat kann zu Beginn des Herbstes gesät werden, je nach klimatischen Bedingungen meist von Anfang September bis Ende Oktober. Wählen Sie am besten einen Zeitraum, in dem die Temperaturen nicht zu hoch, aber dennoch warm genug für die Keimung sind. Idealerweise sollte die Bodentemperatur zwischen 10 und 15 Grad Celsius liegen. Vor der Aussaat von Spinat muss der Boden richtig vorbereitet werden. Es gibt noch einen weiteren kleinen Trick, der dazu beitragen kann, dass Ihr Spinat schneller und gesünder wächst. Bewässern Sie die Erde vor der Aussaat mit Kamillentee. Kamille hat natürliche antiseptische Eigenschaften und kann dabei helfen, Krankheitserreger im Boden zu bekämpfen. Rezept für Kamillentee: 1 Beutel Kamillentee. 1 Liter Wasser. Kochen Sie das Wasser und gießen Sie den Tee hinein. Lassen Sie es stehen, bis es vollständig abgekühlt ist, und gießen Sie dann vor der Aussaat den vorbereiteten Boden mit diesem Tee. Dies hilft, Pilzkrankheiten vorzubeugen und eine gesunde Wurzelentwicklung zu fördern. Liebe Gärtner, senden Sie dieses Video an Ihre Freunde in sozialen Netzwerken. Vielen Dank dafür!